Ja, und das mache ich dann auch einfach mal. Das ist der neue Block, lieber Server. Ich habe gerade kurz geguckt, Aufnahme läuft. Es ruckelt erstaunlicherweise nicht so extrem wie letztes Mal. Pete sagt auch gerade, na denn los, ich mach mal los. Ach nee, ich wollte Ding hier wollte ich lassen. Denn ich werde dieses Häuschen hier mit so dünnen Plättchen irgendwie von außen umkleiden, dass es ein bisschen Struktur gibt. Problem dabei ist, ich habe es vorhin schon mal getestet, irgendwie gab es keinen Sandstein mehr, ist mir aufgefallen. Da muss ich gleich mal gucken, wie wir das machen. Erstmal mache ich hier ein bisschen unnötig Baustellenerde weg. Ich schaue gerade mal irgendwie. Non-FPS out. Die Aufnahme auf dem alten Server, die lief ja doch relativ gut in Anführungszeichen. Jetzt habe ich keine Erde mehr. Kurz mal hier. Doch hier. Lief ja relativ gut trotz der 9 FPS. Es hat zwar geruckelt, aber es war doch schlimmer, als ich zuerst befürchtet habe. Da müssen wir gleich mal gucken, wie wir das machen. So, also, man sieht hier schon Löcher in allem Möglichen für alles Mögliche. Ich glaube, wegen Technik-Mod und so sind da jetzt Löcher drin oder Pipeworks oder sowas. Auf jeden Fall, wollen wir erstmal gucken. Und wie man sieht, Sandstein geht nach wie vor nicht. Kurz was anderes. Hier oben. Ich bin in Mumble. Aktuell ist noch keiner da. Ich würde mich aber entstumm schalten, sobald jemand da ist. Weil Server und so ist halt doch schon interessant. Die Frage ist ja halt trotzdem, warum kann ich keinen Sandstein machen? Ich frage mal den Pete, ob der das weiß. Wie formulierst du es denn am schönsten? Oh, mein Sandstein ist kaputt, oder? Yeah. Warte, erstmal ein Schlückchen Energy Drink. Es übersteuert übrigens wieder generell, aber ich habe jetzt keinen Bock, das zu fixen. Das ging eigentlich von der Qualität her. Sag mal, weißt du, wie man Sandstein macht? 2 mal 2 Sand gehen bei mir nicht mehr. Also, richtig schreiben hier nicht mehr. So. Mal gucken, ob er drauf reagiert. Weil irgendwie ist ja schon doof. Weil Sandstein wollte ich eigentlich hier außenrum als Umrandung benutzen. Während wir gucken, ob Pete vielleicht antwortet, werde ich einfach mal unten die Baustelle mal ganz kurz zeigen zumindest. Ah, man sieht, das Haus ist so ein bisschen auf Stützen gebaut. Ja, hier mit Abrundung so ein bisschen. Hier mit Stützen. Und das ganze Haus, also das ist jetzt nicht nur der Balkon, sondern das ganze Haus steht einfach so ein bisschen über. Ja, so. Hier geht's weiter. Hier geht's weiter. Hier ist es nicht. Hier oben ist ein Pool, den zeige ich gleich mal. Und hier wollte ich in dem Design oder mit den Kacheln bis nach unten gehen. Man sieht es ja hier unten. Da ist ein bisschen Platz, oder oh, da ist auch schon was. Das sollte sich aber nicht in die Quere kommen. Und oh, Pete sagt gerade, nö, nee, sorry, kein auch nur das 2x2-Rezept. Ja, schade. Ja, das ist doof. Man muss ja hier AE und so, ne? Bräuchte davon jetzt eigentlich eine ganze Menge. Na, schauen wir mal. Platsch. Ja, wo ich eh gerade schon mal unten bin, kommen wir dann noch gleich mal. Gott, ganz ruhig hier hinten. Kann man dann noch gleich mal gucken. Das ist unsere Bar, das ist unser Lager. Magic Lasso für alle. Nur zu mir nötig, teuer wie Sau. Oh. Oh. So, eine Säge, ein Ofen, Zeug, Bergbau, Steine und Schnee und Eis. Da fehlt noch eins vor der Säge, würde ich sagen. So. Ritsch, Ratsch, Finger ab. Machen wir aber dann hier unten drunter als
eine geht ja nicht, genau. Eine AE, ne? Säge. Eine Säge. Ritsch, ratsch, Finger ab. Sollen wir hier oben nochmal ein Leerzeichen machen, damit das auch genommen wird. Hier muss auch noch ein Leerzeichen, hinter ist schon eins. Ritsch, eine Säge, ritsch, ratsch, Finger ab. So, da war alles wieder beschriftet. Ja, also, das ist die Bar. Das ist das Schiff von, Kakaobohnenkraft. Gucken wir ja ganz kurz mal, es ist ja offen. Open Ship quasi. Mit Kakaobohnen natürlich und Segel und Ausblick und so. Das ist von Pete und Tugor. Das ist mein Loch. Das ist von Oliver. Das ist von Sig D und Meridian hat, glaube ich, noch keins, ne? Hat er bisher, glaube ich, noch keine Zeit gehabt. Da hinten ist der Spawn irgendwo, da ist auch irgendwo eine Höhle. Und da hinten steht irgendwo einmal ein Server. Ich gehe erstmal wieder runter. Weil. Hui! wir müssen mal gucken. Weil, wenn kein Dingsstein, Sandstein geht, kann ich mein Haus auch erstmal nicht weiterbauen. Damit die Folge aber nicht völlig unnütz ist, könnte ich mal was total Spannendes machen. Pass mal auf. Ich gehe mal. Obwohl, jetzt haben wir ja hier so Mod und Gedöns. Ich glaube, dann sollte man auch... Warte mal, ich muss hier wieder rauf. Hier wird übrigens mein Eingang sein. Das heißt, hier muss noch irgendwas Schönes hin, dass es auch gut aussieht. So kommt man erstmal nur drauf. Hier mal eben kurz gucken. Ich glaube mal... lass mich nicht lügen. Holzkohle? Na? Nee, keine Holzkohle. Schade. Die bräuchte ich nämlich jetzt, weil drei Fackeln sind doch ein bisschen armselig, würde ich sagen. Trotzdem gehe ich hier mal irgendwo runter. Hier war nämlich irgendwo schon mal angefangen ein kleines Loch. Hallo Schaf. Sag mal, Schaf, gehst du mal bitte? Ich würde gern mal, danke. Sag mal, was ist denn hier mit den... Alter... Schafe und so? Läuft bei euch, würde ich sagen. Ihr müsst aber leider mal alle hier kurz ein bisschen... Ich kann so nicht... Ja, und jetzt gehst du weg und du musst auch mal bitte sterben und du musst auch sterben. Ihr müsst alle sterben. So, danke. Weil, hier würde ich einfach mal drei breit weiter runtergehen. Einmal, weil ich natürlich Cobblestone brauche. Einmal, weil da Kohle ist, die ich natürlich unbedingt mitnehmen muss. Ich habe nämlich hier tatsächlich noch nicht so viel gespielt auf dem Server. Ich habe eigentlich noch gar nichts. Nur schon mal eine Baustelle angefangen. Und Sandstein kann ich ja gerade nicht machen, weil kaputt. Oh, aber warte mal. Ich habe das gar nicht gesehen. Ich sehe das immer nicht, was die Leute schreiben. Gab es nicht irgendwie eine Konsole? Nein? Verdammt. Chat und ja, ich bin leider gerade ein bisschen aufgeschmissen. Tut mir leid. Irgendwas mit Chat hat er geschrieben, ne? Ne, mit Sand, der nicht runterfiel. Komisch, irgendwas ist doch da im Argen. Ich mach erstmal weiter. Ich kann kein Multitasking, ich kann mich leider immer nur aufs Bauen. Koordinaten des Fundorts, ich laufe da jetzt aber nicht hin. Ich laufe da jetzt aber nicht hin. Wäre natürlich schön, wenn er jetzt in Mumble wäre. Denn, ich habe gerade einen Durchgang geschaffen zu irgendwas. Da ist auf jeden Fall... Was ist denn da? Da ist auf jeden Fall... Guck mal hier, wo kommt man denn da raus? Das ist natürlich auch ein schöner Zugang hier, ne? Das ist ein schöner Zugang hier unten zu so einem kleinen geheimen Seebereich. Schnell mal weg, bevor jemand das sieht, dass ich hier bin. Gut.
Ey, ich hab doch hier gerade aufgeräumt. Sterben bitte. Sterben, danke. Gibt's auch lecker Fleisch dafür. Na komm, jetzt. Ja, langsam. Da. Nein, da, nein. Inventar voll, ne? Aber hier. So. Du musst auch sterben. Tschüss, leb wohl. Da. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Ja, so, also, so langweilig. Ist keiner da. So. Hilft mir aber alles nichts. Jetzt habe ich ein ganz bisschen Stein, ich habe einen Durchgang und ich habe eigentlich nach wie vor, ja, nichts, weil, ja, Sandstein und so. Na, das ist halt ziemlich scheiße ohne Sandstein. Ja. Ohne Sandstein irgendwas zu machen. Aber ich mache mal ein bisschen Holz. Ja, ja, hier, ne? Hier muss man klicken. Und ich mach mir eine Kiste. Ich hoffe, da klaut mir keiner was raus. Bum, bum, bum. So. Wooden Chest. Dann kann ich hier nämlich mal ein bisschen Zeug reintun. Ich komme jetzt übrigens nicht mehr an den Ofen ran. Ich muss erstmal ab, ja, erstmal abbauen. So. Und jetzt komme ich nämlich hier und dann komme ich nämlich auch. Ach so, ja. Da komme ich nämlich auch hier an das Ding dran. Und dann machen wir hier mal ein bisschen was rein. Hier mal so. Und dann machen wir erstmal hier ein bisschen warten. Das kann man hier auch zusammenstecken. Dann wollen wir hier wieder hin. Und dann, ham, ham, ham. Gut. Dann, ja, so, Glas und so, weißt du Bescheid, ne? Ah ja, den Pool wollte ich übrigens noch zeigen. Das ist so ein geiler Pool, wo du dann an Rand schwimmen und runter gucken kannst. Kannst auch von unten drunter rausgucken. Na, das ist so. Ich glaube, weil hier der Weg ist, ne? Guck mal, der ist direkt hier. Ich glaube, hier werde ich nochmal schön zumachen mit Stein. Wird auch verhindern, dass dann hier irgendwie das Glas connectet. Das sieht nämlich nicht so mega geil aus. Das heißt, das kommt weg eben einmal. Und den Baum würde ich schon gern stehen lassen. Und na, dann machen wir da nämlich auch nochmal zu. Kurz mal hinhuschen. Hier bin ich nämlich noch so. Stone und Stone und Cobblestone ist hier. Pass mal auf, so. Geht das denn zumindest noch? Das geht noch. Cool, 68. Das reicht mir. Machen wir nämlich hier. Und hier. Und hier und hier. Und ja, das sieht man sowieso nicht nachher, dass das da drin ist. So, nehme ich hier einmal schön zu. Und hier nehme ich eben nochmal weg. Jetzt sieht man es nämlich doch. Scheiße. Ich hoffe, der Blätterwald da oben fällt jetzt nicht auseinander, nur weil ich da einen weggenommen habe. So. Guck, und schon ist hier. Ach komm. Was soll der Geiz? Wir machen die ganze Liegefläche einmal schön zu. So. Und dann hat man nämlich hier, wenn das dann wieder in Ordnung gebracht ist, auch schön eine Absperrung. So. Und ja, also wie schon gesagt, hier unten sollte Sandsteinplättchen rein, die man aus der Säge rausbekommt. Ritsch, ratsch, Finger ab. Dann soll das Gebäude zweistöckig werden. Das ist schon sehr groß, was er sich da gebaut hat. Also schon, ja. So, aber egal. Da ist das Boot, da ist das Haus. Da ist das von Oliver da hinten. Und hier ist, ja, meine Porno-Villa. kennst du doch bestimmt hier so mit Stützen und hier überstehend und großes Gebäude und kann man vermieten, kann man mieten für Pornos oder so. Balkentest-Porno. Alles so blockhaft. Ja. Ich renne hier wie so ein Bekloppter hin und her. Ganz einfach deswegen, weil ich keinen Sandstein machen kann. Ich könnte natürlich ein bisschen Sand nochmal farmen. Joa. Guten. So.
Ja, Sand kann ich farmen, allerdings müsste ich mir dafür nochmal ein bisschen was bauen. Hey, baut sich ein Joint. Ja, den auch, aber erstmal. Oh, man kann da jetzt nicht mehr einfach so. Man muss jetzt immer aufpassen. Nein, ich brauche ein Silber, Gold, Eisen. Mein Eisen. Ich hab's ihm mal geklaut, ne? Aber weißt du was, dafür tue ich auch irgendwas rein. Bei den Steinen tue ich was rein. So, und da kann ich mir sowieso wieder neue von machen. Dann tue ich rein. Haben wir schon Holzkiste? Nein, ne? Wir machen mal eine Holzkiste, würde ich sagen. Dam, dam, dam. Und dann bin ich wieder allein auf dem Server. So, da. Hier, Holzkiste mit Löchern drin und zack. Und dann müssen wir noch ein Schildchen dran pappen. Ich hätte mir natürlich auch mit Vorbereitung und so, ne? Weil, wäre sinnvoll gewesen, aber gut. Na, 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 na. Ein Schild nur? Da gab es mal drei, ne? Oh, da ist es doof mit den Mods. Irgendwie funktioniert das nicht richtig. So, wir haben hier edles Gehölz mit OE. Edles Gehölz. Da tun wir dann auch mal edles Gehölz rein. Zack. Ein paar Stöcker. Ja, alle bis auf zwei. So. Weil, Schaufel und so. So, edles Gehölz, Steine, Bergbau, Zeug. Zeug können wir eigentlich mal ein bisschen was rausnehmen und in die edle Gehölzkiste tun. Hier, das sind übrigens die Sandstein-Dinger, die ich meine. Die kann man dann mit dem Schraubendreher einfach hochkant hinstellen, beziehungsweise direkt an die Kante setzen. Ich kann das dann mal eben vorführen. Zack, bam. So. Muss das alles noch einmal gedreht werden, damit die hier die Fugen so hier gerade sind. Eventuell nehme ich auch noch die ein dünnere Variante. Allerdings, wie gesagt, aktuell kann man sich das wohl nicht mehr craften, weil kaputt und so. Weil aus Gründen. Steine, Schnee und Eis, edles Gehölz. Dann tun wir hier nämlich mal ein bisschen mehr rein. Hier das gecraftete kann hier oben rein. Das Holz kommt hier in die Ecke. Und so kleines Ramschzeug kommt da unten rein. Gecraftetes Holz, gecraftetes. Dann haben wir hier noch was für den, nicht Bergbau, für die Zeugskiste. Wie, sind das verschiedene? Leaves und Jungle Leaves? Ja. Wie sie hier alle einfach nur ihren Scheiß reinschmeißen. Ja, sehr gut. So. Also, Home gibt's hier übrigens auch. Ich hoffe, mein Homepunkt ist noch gesetzt. Ja. Guck, da bin ich schon. Weil aus Gründen muss ich jetzt hier einmal rein. Yam, 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 yam. Gekochtes Fleisch. Männer brauchen Fleisch. So, wenn dann da ein Stückchen gebrannt ist, ich habe ja nur einmal für eine Schaufel dabei, dann werden wir uns mal hier, hier und man sieht übrigens, da hinten ist gerade was am Sterben. Mobs sind auch an. Mit Dings-Mob-Mods. Und das hast du nicht gesehen. Aber erstmal werden wir hier hinten schön gucken. Hier war ich nämlich neulich schon mal. Habe ich hier so ein bisschen abgeerntet. Und dann ist erstmal alles eingestürzt. Deswegen habe ich mich dann hier auf die Insel verzogen. Was hier auch in Ordnung ist. Weil hier kann man auch schon mal abbauen. Da möchte ich bei der Gelegenheit nochmal ansprechen, einen neuen Computer will ich mir kaufen. Er sollte leise sein,
sollte wenig verbrauchen, sollte aber auch genügend Leistung haben, um mindestens meinen Test auf, auf 60 FPS ausgeben zu können bei der Aufnahme. Oh, meine Schaufel ist kaputt. Ich bin auch bald kaputt. Hab mehr Essen. Noch mehr Essen. So, hier mache ich dann mal weiter, wenn Baum und so. Nein, wenn ich wieder eine Schaufel habe. Und dann wollen wir erstmal gucken, was da hinten das Server-Ding ist, was da die ganze Zeit schon am Rumdingsen ist. Da ist Server. Miau. Miau. Oh, hier ist einer gestorben. Mein Beileid. Und Server? Ist das Server? Das ist doch nicht Server. Das ist Server, oder? Oh ja. Ja, man. Die Schrift ist leider sehr mickrig, weil das Grün nicht so groß ist bei mir. Aber hier liegt Server. Warum liegt denn hier Server rum? Wer ist denn Server überhaupt? Wollen wir ihn mal ein bisschen tiefer legen? Wir probieren das mal aus, ob man den tiefer legen kann, den Server. Weil wer tiefer gelegt ist, fährt dann auch schneller. Auto, brumm, brumm. Nee, ich glaube, Server liegt einfach so in der Luft, ne? Ja, guck hier, Server liegt einfach so in der Luft. Aber schön, dass er hier so rumliegt einfach. Finde ich gut. Der hat ein ganz entspanntes Leben hier, würde ich sagen. Wollen wir eben mal ein bisschen was bauen? Na, so wie das nicht dabei, ne? Aber wir können hier ein bisschen Glas bauen. Oder wir lassen... Nö, ich lasse den hier einfach. Der soll hier einfach rumliegen. Das ist schon in Ordnung. So, ich versuche mal meinen Top-Orientierungssinn zu benutzen. Hier links, ne? Guck, hier sind Fackeln. Miau. Nee? Miau. Ja, es ist schon geil. Fast Move und Wasser ist schon super. Aber man sieht, die Welt, wie sie generiert wurde, das sieht schon alles ziemlich geil aus hier, muss man sagen. Hier ist übrigens eine Höhle, die 1 Milliarde Trillionen Blöcke in die Tiefe geht. Nee, bis Level 1000 waren wir runter. Hallo Zombie. Na Alter, wie geht's hier? Ja, ich habe eine Rüstung an, deswegen tut er mir nichts. Hier geht's auch noch runter, da findet man dann unten irgendwie so einen leeren Dungeon. Ich bin mal gespannt, was damit noch gemacht wird mit den Dungeons, weil die sind schon ziemlich geil. Nee, aber ups, so. Dann haben wir uns entschieden, hier weiterzugehen, haben wir die ganze Welt bewundert und alles und sind dann hier gelandet und haben hier eine Strandbar gebaut. Und ein Pfeil, der Richtung Spawn weist. Ja, da ist hier die Bar. Hab da alles in anderen Videos schon gesehen. Interessiert doch keine Sau hier. Pass mal auf. Home. Zack. Ich probiere es einfach mal. Es wird wahrscheinlich immer noch nicht funktionieren. Zack, zack. Zack, zack. Nö, funktioniert nicht. Im Craft Guide ist es hier oben angezeigt, aber auch hier funktioniert nicht. Weil, wenn ich einen Craft Guide hinsetze, setze ihn mal auf einer Kiste drauf, das ist egal. Man hier mal nach Sand guckt, Sande, dann findet man hier Sandstein und Sandstein wird aus Sand gemacht. Ist zumindest immerhin geil jetzt auch die neue Variante, aber das Rezept ist richtig. Das kann man auch mit anderen Zeug machen. Damit. Ja, ich guck gerade mal am Ende, ob es vielleicht da noch irgendwas anderes gibt. Ich finde da geil, wie die so alle ineinander passen. Nee. Oh, guck mal, hier, man kann Sandstein kochen. Ah. Ich würde sagen, diese Folge hat sich soeben um 1 Minute verlängert. Scheiße, so viel habe ich ja gar nicht. Nee, warte mal, das ist Käse. Das macht Glas. Das macht doch keinen Sandstein. Sand? Im Ofen? Im LV-Kompressor. What the fuck ist ein LV-Kompressor? Nee. Was zur Hölle ist ein LV-Kompressor? Ja, okay. Nee, ist klar. Ja gut, das sind alles Materialien, die kriegt man relativ leicht. Aber nee, nein. Das
wird nicht passieren. Müll? Weiß ich nicht. Müll. Nein, das wird nicht passieren. Ich bin mal gespannt, ob man bald wieder normal Sandstein machen kann. Für diese Woche, diese Folge oder wie auch immer soll es das dann mal gewesen sein. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!